Hallo Leute, heute möchte ich euch mal das neue iPhone vorstellen. Ich meine natürlich mein neues iPhone. Und hier ist es. Einfach toll. Es ist ein Gerät der neuesten Generation und ich finde es einfach wunderbar. Und das Beste daran ist, ich zeige euch das mal, wenn man es einschaltet, kann man mich als Hintergrund haben. Hier. Ist das nicht toll? Und dann macht man so. So. Und dann kommen wir auch schon auf den Startbildschirm. Total innovativ alles hier. Auf jeden Fall mein Hintergrundbild könnt ihr auch bald kaufen. Und zwar für 3,99 € als Monatsabo. Dann bekommt ihr alle halbe Jahre ein neues Hintergrundfoto von mir. Das lohnt sich, nicht nur für mich. So, jedenfalls, was ich auch eine ganz tolle Funktion finde bei diesem iPhone, ist hier die Fotokamera. Die haben wir da. Ja, da drückt man hier so rauf. So, und dann kann man sich selbst fotografieren damit. So, und das geht ganz einfach. Ihr kennt ja vielleicht noch von alten Fotohandys her, da musste man das so in die Hand nehmen. Das ist jetzt hier mein Fotohandy, da musste man das so in die Hand machen. Muss man jetzt gar nicht mehr. Jetzt nimmt man das so in die Hand. Ja, und dann kann man das in die Webcam halten, zum Beispiel ganz einfach, und dann drückt man hier den Knopf da unten. So, ich zeige euch das mal. Und schon habe ich ein tolles neues Hintergrundfoto für euer Abo. So, ja, jedenfalls möchte ich euch dann auch noch mal gleich hier das Foto noch mal von nahem zeigen. Ja. Das könnt ihr für 7,99 € kaufen, wenn ihr kein Abo abschließt. Ich finde, das ist das Geld wert. Jedenfalls möchte ich euch dann hier noch von meinem iPhone meine Fotogalerie zeigen. Ich habe da ganz viele wunderbare Aufnahmen gemacht. Einen Moment mal. So, da geht man hier einfach so durch. Ja, hier haben wir es schon. Da. Schaut euch mal diese tollen Fotos an. Ja, so. Huch, nein, das ist hässlich. Hier. Ist das nicht wunderschön, was dieses Foto-Handy alles drauf hat? Ich habe hier mich aus 1000 verschiedenen Positionen. Wunderbar. Guckt mal. Ach, was ist das schön. Ah. Huch, nein, das nicht. Das ist nur ein paar bisschen Gebäck. So. Und was ich auch noch ganz toll an diesem iPhone finde, was auch kein anderes Handy hat, ist hier meine Kontaktbörse. Die starte ich mal hier, meine App, so. Hier mit Jungs für Jungs und da kann ich ganz viele Boys treffen. Kriege ich auch täglich 1000 Angebote. Hier, es fährt gerade hoch, muss ausmachen, sonst stürzt das wieder ab vor Nachrichten. Ja, so, das war jetzt also mein iPhone-Test. Vielleicht holt ihr euch auch eins. Und macht schöne viele Fotos davon von mir, wenn wir uns mal treffen. Tschüss.